einen dieser Kombinationen und in seiner Textauswahl ungewöhnliches, besinnlich-amüsantes Weihnachtsprogramm boten Schauspielerin Susanne Rösch und Gerhard Köhler am Akkordeon im Kulturrestaurant Platon in den Schweriner Höfen. Gerhard Köhler begleitete die Lesung von Susanne Rösch mit Weihnachtsliedern, sentimentalen Melodien und einem Ausschnitt aus der Musik zu dem schwedisch-dänischen Film Wie im Himmel. Wir haben uns für amüsante Texte entschieden, unter anderem von Erich Kästner, das ist ja immer auch ein bisschen mit Augenzwinkern. Und dann sind unter anderem ein paar Gedichte von Marsha Kaleko dabei, die sind eher besinnlich. Also wir haben versucht, einen guten Mix hinzubekommen. Susanne Rösch hatte aber auch andere Texte entdeckt, die man bislang kaum auf Weihnachtslesungen gehört hat. So zum Beispiel die durchaus erotische Geschichte über die Unfähigkeit, Nein sagen zu können. Und eine spurlose verschwundene junge Frau. Das Publikum spendierte viel Beifall für den gelungenen Abend in ungewöhnlicher Besetzung und bekam außerdem eine weihnachtliche Zugabe. Als erste Veranstaltung im neuen Jahr lädt das Kulturrestaurant Platon am Sonnabend, dem 14. Januar 2017, zu einem interkulturellen Neujahrsfest ein.